die... Ah, die Kendall. Ich würde die Kendall gerne mitnehmen, aber jetzt, ich habe die Habit und Yamhart-Kombination. Die ist irgendwie nochmal ein Eckchen besser. Auf der anderen Seite, die Kendall macht Schaden und ich habe quasi keinen Schaden. Ich fürchte... Tschüss, liebe Combo. Wir müssen die Kerze mitnehmen. Es ist echt eigentlich nicht schön auf der anderen Seite. Uns fehlt halt sonst wirklich der Schaden. Und ich habe das Gefühl, wir werden auch hier keinen Schaden mehr kriegen sonst. Gehen wir erstmal noch in Richtung Itemraum. Vielleicht kriegen wir ja auch noch was in die Richtung. Man kann es ja nicht wissen, aber ich nehme die erstmal mit. Allerdings weiß ich jetzt noch überhaupt nicht, wie ich damit zurechtkomme, weil... mit der neuen Steuerung und so. Also mit dem Gamepad hatte ich die noch nicht und das ist gerade ein bisschen eigenartige Tastenkombination dafür. Muss man ja einfach mal so sagen. Muss erst Start drücken. Und dann muss ich in die entsprechende Richtung drücken, was ein bisschen komisch ist. Finde ich. So. Einmal da durch. Und einmal da so durch. Naja, das war zwar nicht so gut, aber hey, immerhin. Ist auch der Itemraum. Autsch. Shit. Das war nicht so clever. Das ist das Razorblade. Ich glaube, ich weiß jetzt auch, was das Razorblade macht. Ich werde es einmal benutzen. Das war nicht, was ich meinte. Aber gut, offensichtlich. Ach, das erhöht meinen Schaden, ne? Das Razorblade war nicht das, was, doch nicht das, was ich gedacht habe. Es erhöht für den Raum meinen Schaden. Naja, also ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dass ich das beim letzten Mal nicht genommen habe. Ah! Stirb! Dankeschön. Nein! Uah, da wollte ich nicht hin. So, einmal bitte mit dem Flammenwerfer durch das hässliche Herz durch. Okay, also das war wirklich einfacher per der Fool mal wieder. Also das war wirklich einfacher mit der Tastatur hier die Candle ordentlich zu nutzen. Autsch, das war nicht, was ich wollte. So muss ich dann noch mir das Ganze ein bisschen aneignen, fürchte ich. Immerhin. Getroffen haben wir schon mal. Das ist gerade echt nicht schön. Also das kann deutlich besser funktionieren hier mit der Kerze. Da muss ich mir irgendwie noch was einfallen lassen, für wenn ich die Kerze habe, dass ich da irgendwie noch eine alternative Tastenkombination habe. Um das zu aktivieren. So, wir gucken hier unten auch. Hier unten auch noch. Diese ganzen hässlichen Herzen, ne? Verdammt. Geh sterben. Danke, eins weniger. Zack. Noch eins weniger. Muss ich nur nach oben rein. Oder? Na, schade. Alternativ dachte ich, ich mache das einfach so. Hat aber nicht so richtig funktioniert. Das haben wir auch tot. Ich kriege ich theoretisch auch noch so tot, wenn ich wollte. Aber ich habe ja meine Candle dabei. So. Und hier mal rein. Ja, komm. In der Truhe ist eine Truhe. Das ist auch schön. Zack. Springer. Springer. Wow, wow, wow. Ich nutze ja echt fast nur die Kerze, wenn ich die habe, zum Schaden machen, ne? Fällt mir mal gerade so auf. Ist schon irgendwie interessant. Jetzt war in der Kiste dann noch eine Kiste, oder wie habe ich das jetzt gerade gesehen? Wie krank ist das denn? Zit, da haben wir zwei weggebracht. Sehr gut. Und da haben wir die auch weggebracht. Das ging eigentlich ganz fix. So, ich könnte übrigens immer noch... Ja, komm. Was du hast. Naja, so geil war es nicht. Aber immerhin haben wir noch überall Herzen rumliegen, ne? Könnte also hier an der tatsächlich noch ein bisschen mit der Bank was besorgen. Oh, ich habe ja das Demon Baby. Das ist gut für sowas. Da kommt dann eine Fliege raus und dann kümmert sich das Demon Baby darum. Das ist schön. Na komm. Nein, gib mir was Richtiges. Naja, also Münzen sind jetzt nicht unbedingt richtig. Nicht schlecht, aber halt auch nicht richtig. Den Schlüssel nehme ich zum Beispiel, denn wenn wir tatsächlich in die Truhe kommen sollten, dann brauche ich die Schlüssel. Wie man dann sehen wird. Tja, komm, hier, hallo. Und ich, dank der Kerze bin ich da schon wieder relativ zuversichtlich eigentlich, dass wir vielleicht doch das Ganze noch hinkriegen, weil Isaac ist, glaube ich, auch mit der Kerze nicht so schwer. Also,
Ja, was heißt nicht so schwer, ne? Aber es geht halt. Mit Kerze ist es deutlich einfacher. Das war nicht Skatole, so wie ich es gerne gehabt hätte. Bisschen traurig, dass man Skatole echt auch nur so kriegen kann. Jetzt bin ich nämlich immer ein bisschen lange hier am Zocken. Oh, zwei. Können wir schon mal spenden. Zack, zack. Nein, das war's nicht. Da ist wieder Skatole. Ja, dann ist es vielleicht diesmal links. Nicht? Schade. Dann ist es beim nächsten Mal bestimmt rechts. Oder so. Weiß nicht, ob das tatsächlich irgend so ein System dahinter ist. Und wenn ich dreimal Skatole hatte, dann muss ich wissen, bei welchem das ist oder so. Aber, es kann sein, ich weiß nicht. Sehen wir ja vielleicht gleich mal, ob das tatsächlich so funktioniert, wie das Random-Gerät bei dem Spiel hier. Ja, Herzen sind auch okay. Ich spiele auch, also ich gehe durchaus noch an die Blutbank, bis ich hier irgendwie so eine Blatt wegkriege. Würde ich wohl tun. Hätte ich kein Problem mit. Oh, ein Dime. Oh, dann spielen wir ja ganz viel Geld gekriegt. Das könnte jetzt theoretisch ewig so weitergehen. Mir fällt auch gerade ein, wir haben die Habit, wir haben das Yamhard. Ich könnte mir noch 99 Münzen einfach holen. Ich komme hier hin mit dem Yamhard, kriege für jede Spende eine Aufladung. Ja, das geht. Das funktioniert tatsächlich. Das ist ja krank. Da habe ich ja noch gar nicht drüber nachgedacht. Krass. Also was ich jetzt meine ist, ich gehe hier hin mit dem... Mit meiner Yamhard-Habit-Kombination kriege für jedes Mal Spenden ein halbes Herz abgezogen. Aber auch eine Aufladung für meinen Yamhard, eine halbe. Und das heißt, ich kann jedes volle Herz einmal das Yamhard nutzen und habe dadurch unendlich viele Möglichkeiten dazu spenden an dem Gerät. Und ich glaube, das mache ich gleich auch noch. Ey, wir wollen hier heute was schaffen, da muss das halt auch mal dann sein. Ich könnte das jetzt machen, wie das vielleicht andere Let's Player machen, ich weiß gar nicht. Ich glaube, bei Isaac Let's Plays ist das eher selten. Aber manche Leute schneiden ja dann irgendwelche Sachen raus, die langweilig sind. Ich lasse das ja für gewöhnlich, weil ich da irgendwie nicht viel von halte. Wenn ich hier etwas mache, das ich Let's Play nenne, dann wird das hier auch komplett sein und da wird nichts rausgelassen. Ihr könnt ja theoretisch, wenn euch das nicht gefällt, einfach selber weiterspulen. Das ist ja nur kein Problem. Da muss man ja euch nicht die Händchen halten, nehme ich an. Das wird auch so funktionieren. Na komm. Das heißt aber, ich kann hier eigentlich auch um Skatole spielen, solange ich will. Irgendwann ist es da und ich habe quasi unendlich Versuche. Solange die Blutbank da ist und ich mir damit neues Geld produzieren kann. So. Oh, mehr Herzen. Zack. Oh, okay. So viel dazu. Kann ich wohl doch nicht. Aber wir kriegen noch ein Herz dazu, immerhin. Das heißt aber, ich brauche nachher auch nicht zurückgehen. Also ist vielleicht auch nicht schlecht. Ich glaube, die Bloodbag, kann es sein, dass die mir Speed auch gibt? Ich fühle mich gerade irgendwie schneller als vorher. Ah, Bombe. Der böse Trollbombe. Und ich habe nicht gesehen, was er hatte. Okay, er hat eh nur eine Fliege für mich. Jetzt gib mir was Ordentliches noch, komm. Die Leute wollen nicht mehr sehen, dass ich hier spiele. Die haben genug davon... Nein. Shit. Ich glaube, ich mache demnächst mal irgendwie einen Pokerabend oder so. Da könnt ihr mir den ganzen Tag beim Glücksspiel zugucken. Und ich glaube nicht, dass ihr das wollt. Aber vielleicht... Das ist ja doch ganz lustig. Ich habe mir das tatsächlich irgendwann schon mal überlegt. Ich habe hier so ein Spiel rumfliegen. Nennt sich Poker Night of the in the Inventory oder so in der Art. Das ist ein Spiel von Telltale. Mit Charakteren aus halt Telltale-Spielen und Team Fortress 2. Und da kann man eigentlich die ganze Zeit nur pokern. Leider hat das ganze Ding keinen Multiplayer. Was eigentlich ziemlich cool wäre. Da könnten wir nämlich einfach mal eine Runde pokern. Irgendeinen Abend mit Fans, sag ich mal. Aber das geht leider so nicht. Hat halt keinen Multiplayer-Modus. Aber lustig gewesen wäre es. So, Maggie vs. Marv. Wollen wir mal hier. Geh brennen, Marv. Brenner! Hat irgendwie. Die Habit zusammen mit der Kerze ist irgendwie völlig nutzlos eigentlich. So als Kombination. Ich das halt so gar nicht. Und ich passe gerade wieder total schlecht auf eigentlich. Und mir fällt gerade auf, dass ich auch einfach irgendwo hinschießen kann. Das ist ja awesome. Komm. Das ist ja übel. Okay.
Jetzt verlieren wir wieder ein bisschen Speed, ist aber nicht so schlimm. Reicht immer noch, denke ich, und haben das Polaroid und kriegen noch Tiers und HP ab. Wir haben jetzt langsam echt richtig viel HP. Schaden dank Kerze eigentlich auch ganz in Ordnung, also würde ich sagen, weiter geht's. Hier war eh nichts mehr auf der Stufe, was ich noch hätte haben wollen. Ich geh mal hier rein. Das Demon Baby schießt einfach, das ist eigentlich auch nicht... Teilweise kann das schon ein bisschen nerven, muss ich sagen. Aua, da zum Beispiel, da hätte ich gar nicht auf den schießen wollen. Den Matchstick kann ich leider nicht gebrauchen. Ich muss ja das Polaroid mitnehmen, sonst hätte ich das Ding vielleicht sogar genommen. Oh, der Ankh! Och, klar. Immer her mit dem Gerät. Der Ankh, wir erinnern uns vielleicht, ist das Ding, das mir quasi auch nochmal ein extra Leben gibt. Sprich, wenn ich jetzt sterbe, werde ich nochmal... zum Blue Baby. Verdammt, das war wieder das... Da war wieder das Dings Schuld. Aua. Da werde ich auch nochmal getroffen. Wie heißt es? Das Demon Baby war da schuld. Ich möchte ihn nochmal anmerken. Brennen, Champ. Brenner! Auf der anderen Seite ist das Demon Baby ja schon immer ganz nett und praktisch. Weiß immer nicht, ob ich das Demon Baby flamen soll oder nicht. So, erstmal die beiden kleinen töten. Dann direkt wieder neue kleine. Schade eigentlich. Da frisst die einfach. Genau, das ist eine tolle Idee. Ach Mann. Ah! Wow. Brauche noch ein halbes Herz mindestens. Vielleicht habe ich ja Glück und Little Chat schenkt mir gleich nochmal eins. Sonst komme ich nämlich in den Challenge rein. Raum, aber ich möchte eigentlich ganz gerne da rein. Das war's. Chat gibt mir auch nichts. Das ist ja böse. Dann müssen wir noch irgendwie zusehen, dass wir an ein halbes Herz wenigstens kommen. Drecksviecher. Sterbt. Mistdinger. Oh, auch. Moment, ich muss noch mal kurz gucken. Okay, der macht was, wenn ich einen. Also, es war jetzt nur so zum Testen. Ich kann den ja sowieso auf die Stacheln da oben gehen lassen. Aber ich wollte gerne wissen, ob der was tut, wenn ich ihm mit der Kerze einheize. Hätte ja sein können, dass er dann gar nicht auf mich schießt oder so. So, mal rein. Ein Herz. Ich hätte aber gerne, mir würde ein halbes reichen gerade. Machen wir das mal ein bisschen anders. Hier. Okay, da ist nämlich das halbe von Chat. Wir machen das nämlich lieber so. Und jetzt gehen wir in den Challenge-Raum. Haben wir da noch ein Herz liegen, falls uns mal irgendwie was ausgeht oder so. Dann haben wir da immer noch eins. Auf geht's hier hin. Was haben wir da? Da haben wir eine... Oh, das ist eine Menge Geld. Zack, Larry. Oh, Larry ist auch sehr anfällig für mein Feuer. Und oh, ich sehe gerade, da gibt es sogar meine... Wohl Bomben noch. Ja, Chat. Weiß ich nicht. Das ist Wurmding halt. Ihr wisst schon, was ich meine. Kann ich mal nicht auseinanderhalten, namenstechnisch. Warum auch immer. Ist eigentlich kein großes Problem. Der heißt übrigens Chat war der andere. So. Also ich meinte übrigens, ich kriege meinen Schlüssel wieder. Den ich dafür ausgegeben habe. Ja, okay. Oh, Vorsicht, Monstro. Ich dachte schon gerade. Das konnte nämlich eigentlich nur Monstro sein. Der übrigens auch mit der Kerze eigentlich ganz gut machbar ist. Also der verliert relativ viel Leben davon. Ja, komm, beide. Ach, schade. Die funktioniert nicht so, wie ich es gerne gehabt hätte zumindest. Ja, komm, da beide. Oh, da habe ich sie schön getroffen. So gehört sich das. Ich kann die leider gerade... aktuell nicht so richtig mit beiden beschießen. Ich kann mich irgendwie entweder nur auf die Kerze oder nur aufs Power, aufs normale Schießen konzentrieren. Das ist ein bisschen ungünstig irgendwie. Einfach durch die eher unvorteilhafte Tastenkombination hier. Und tatsächlich können wir das Herz da unten noch brauchen, denn da geht es erstmal wieder hin. Und dann gucke ich gerade, ob ich vielleicht schon irgendwie ausmachen kann, wo denn der Geheimraum sein könnte. Er könnte zum Beispiel hier sein. Ist er aber nicht. Er könnte in der Theorie auch hier sein. Oder hier. Ich habe so viele Bomben, ich gucke mal. Vielleicht habe ich ja was davon. Wobei ich vielleicht auch erst das Stockwerk fertig erkunden sollte. Denn wenn das dann so ein Herzchen... Ja, stimmt. Wenn das dann nämlich so ein Raum voller Herzen ist, dann
lohnt es sich vielleicht dann eh schon, das zu holen, weil ich dann Herzen verloren habe. Demon Baby, was machst du da schon wieder? Sollst mich nicht in den Tod reißen. Autsch, das war wieder doof. Da habe ich mich wieder zu sehr auf die Flamme konzentriert. Was ja grundsätzlich nicht doof ist, nur es ist immer schlecht, wenn man Schaden. Also wenn man den Schaden dem vorzieht, dass man keinen Schaden kriegt. Wobei das natürlich aktuell mit meinem Leben nicht so das große Problem ist, sag ich mal. Da wird er wieder verbrannt. Uah. Vorsicht, ich muss mich hauen. Böses Vieh. So, ich kriege Bomben wie blöde. Weil ich Lust. Uah. Geh weg. Stirb. Böses Vieh. Da gibt es nochmal den Poison Touch. Na, warum denn nicht? Ich glaube, die droppt tatsächlich immer Poison Touch. Also, in 90% der Fälle kriegt man da Poison Touch. Ich glaube, dann geht. Uah. Ich glaube aber, da geht dann der Geheimraum nicht von aus, von dem Raum da. Also ich meine, das geht nicht, dass der dann von nur einem Bossraum ausgeht. Ich bin mir immer nicht hundertprozentig sicher. Schauen wir mal gleich. Wo er sonst noch sein könnte, das war auch nicht clever. Da war ich auch zu langsam, dank Flamme. Flamme an und zu. Kennt das jemand? Liest jemand Fantastic Four? Wahrscheinlich nicht. Würde mich zumindest irgendwie wundern. Also, in Deutschland sind grundsätzlich Comics ja jetzt nicht so beliebt und groß gelesen wie zum Beispiel in Amerika. Ich kenne persönlich keine Leute in Deutschland, also von den Leuten hier, die ich so kenne, liest keiner Comics, auch wenn ich von vielen Leuten weiß, sie würden gerne. Aber es ist halt auch nicht ganz ein günstiges Hobby. Außerdem, ja, musst du halt immer viel Zeit da theoretisch auch haben, weil ja schon eine ganz, ganz zeitaufwendige Sache ist, im Sinne von, es kommt ständig ein neues Buch dann raus, also ein neues Comic, ein neuer Comic, den man sich kaufen müsste. So, jetzt gucke ich nochmal gerade. Theoretisch kann ja der Geheimraum nur noch da oben von der Dings ausgehen, wo auch die Karte rumliegt, ne? Weil alles andere, wenn ich das so richtig sehe, kann eigentlich nicht sein. Also, es ist gar keine Karte, aber gut. Weil ich nein, danke. Dann gehen wir halt wieder. Es war keine Karte, es war nur ein Trinket. Aber es war eine Karte auf der Minimap oben. Da sehen Trinkets ja aus wie Karten. Was ich ein bisschen schade finde, da hätten sie sich durchaus noch ein bisschen, es wäre ja auch keine Arbeit gewesen, da schnell irgendwie so ein Symbol zu bauen. Das ist ja nur so ein kleines Pixel-Art-Ding. Okay, Tod kriegen wir. Tod. Heißt, nein, doch nicht. Ich wollte gerade sagen, das heißt, wir kriegen dann auch wieder einen Cube, aber den kriegen wir nicht. Rot droppt keinen Cube, zumindest nicht zwingenderweise, glaube ich. Langsam. Bitte langsam. So, erstmal ihn töten. Das geht. Dann können wir sein Pferd können wir immer noch töten. Der ist schon wieder nice, aber die werden gerade vom Pferd gefahren. Wow, so, okay. Wunderschön, genau, fahr es platt. So. Sehr gut. Er hat den Knight platt gefahren. Es kam mir entgegen. Es gibt doch einen Cube auf mir. Jetzt überlege ich, ob ich den überhaupt haben möchte. Ich glaube nämlich, nein. Danke. Kein Cube auf Meat für mich. Ich gehe mal hier runter. Und dann haben wir da ganz viele Yip-Yips. Oh, diese komischen Randviechers. Wie auch immer die heißen. Die komischen Hirnteile oder was. Schade, ich dachte, das wäre vielleicht einer von den Champions. Mir ein Herz droppen. Denn langsam wird das wieder mit dem Leben hier ein kleines bisschen knapp. So, wo konnte überall der Boss sein? Hier könnte er nach oben sein. Das wäre der kürzeste Weg für einen Boss. Probieren wir den zuerst. Eigentlich muss ich ja jetzt gerade nur Boss finden und Autsch töten. Da, nur ist gut. Wenn man so spielt wie ich, ist das kein Nur mehr, sondern schon einen ganz schönen Aua. So, oh, ein halbes Herz. Danke. Und da oben ist nicht der Boss. Das ist schade. Muss man ja direkt aufpassen mit diesem Ding. Nein. So, okay. Nein, brauche ich nicht. Kein Bedarf an Schlüssel gerade. Zumindest nicht für eine Bombe. Hieran habe ich aber Bedarf. Was haben wir da drin? Einen Schlüssel und zwei Münzen. Hat sich irgendwie auch nicht so richtig gelohnt. Geheimraum? Vielleicht?
Viele Viecher. Viele Viecher. Die mich alle mal gerne haben können. Aua! Wie hat er das denn geschafft da? Bin's to the end. Naja gut. Ich würde gerne mein Ding wieder haben. So. Oh, mehr Bomben. Jetzt brauche ich langsam echt wieder Herzen, sonst könnte das noch ein Problem werden hier. Erstmal das Viech. Immer noch töten, dachte ich. Können wir aber nicht. Verdammt. Das war auch wieder nichts. So, da könnte der Geheimraum sein. Schade. Hier unten könnte der Geheimraum sein. Schade. Da ist auf jeden Fall schon mal der Boss, das ist gut. Das ist auch schon mal erledigt, beziehungsweise gefunden. Und ich glaube, das reicht mir dann auch tatsächlich. Ich werde nicht den Rest des Stockwerks noch irgendwie erkunden. Es ist ja auch erstmal egal. Wir müssen ja jetzt nur Mams Hart töten und das geht eigentlich. Die Flamme macht das ja relativ einfach. Nachher machen. So. Da, warum kommt denn dann ausgerechnet ein Bombenwurm da raus? Das ist doch nicht. Schön ist, man kann ihr dann so auch schon Schaden abziehen, so ungefähr. Und spart sich dann unter Umständen ein bisschen was. Jetzt noch ein bisschen mit Schaden, das ist wunderschön. Was denn? Immer schön so, dass die auch mit Schaden kriegt. Das wäre ja langweilig sonst. So. Das ist schon Phase 2, glaube ich. Da kommt der Duke. Mist. Getroffen mit meiner Fackel. Das bringt den auch mal so richtig schön um. Einmal so eine Fackel drauf und dann ist er auch ziemlich schnell tot. Zack. Soundbugs. Soundbugs. Oh crap. Ganz viele Fliegen. Hilfe. Ist nochmal Schaden genommen hier. Jetzt könnten wir tatsächlich auch noch vielleicht ein kleines Problem kriegen hier. In Richtung Kathedrale und Isaac und überhaupt. Und vor allem dann in der Kiste nochmal, denn das ist dann auch kein Zuckerschlecken mehr. Im Gegenteil. Wir könnten nach unten, wir können nach oben. Ich überlege, ob wir hier tatsächlich... Ich glaube, ich werde hier noch ein bisschen erkunden. Und gucken, ob wir das irgendwie hinkriegen, noch ein bisschen Herzen anzusammeln. Der Geheimraum müsste ja irgendwo auch noch sein. Also der zweite Geheimraum. Die Frage ist, wo könnte er sein? Er könnte da oben abgehen nach rechts, theoretisch. Oh, hier ist nicht mal was. Das ist sehr gut. Ist er leider nicht.